Von euch möchte ich jetzt erst ein bisschen was haben. Erstmal ein bisschen was haben. Und zwar erstmal repariert. So. Ausgezeichnet. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch großartig von Notwendigkeit war, aber egal. Brustschutz nehme ich mit. Ausgezeichnet. Metallstiefel oder Armschützermetall? Nehmen wir die Metallstiefel. Dann haben wir schon mal das erste von unseren vier Rüstungsteilen im Metallbereich. Und Monteriggioni ist wieder um 1900 gestiegen. Damit ist auch die Kiste wieder mehr wert und kann mehr Inhalt laden, bekommen, tragen. Und den holen wir uns jetzt erst einmal ab. Ah, ja, 31.000 Florin. Sehr geil. Komm, bauen wir aus. Buongiorno. Salute, Saezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Ja, auf jeden Fall. Ich möchte jetzt den Rest ausbauen, soweit es geht. Kunsthändler. Renovieren. Super. Den Arzt. Renovieren. Okay, den Arzt nochmal renovieren. Und den Schneider ein letztes Mal renovieren. Gut, dann sind wir soweit durch und haben sogar noch Geld übrig. Buon viaggio. Und der Wert ist um 31.000 gestiegen. Dann sag mal, Pöppi, wie viel kriegen wir jetzt an Kohle? Salute, Claudia. Willst du das Buch sehen? Ja, ich will. Ach, tut das gut. Für die Geschäfte kriegen wir einen Bonus, weil sie alle auf Stufe 3 sind. Alle Geschäfte sind geöffnet, hat uns 5.000 gegeben und der Bonus auf Stufe 3 nochmal 15.000. Also insgesamt ein Gesamtwert von 74.000. Die Renovierungen sind 31.000 wert. Die haben wir schon komplett. Dann haben wir 16 Codex-Seiten, die werden wir auch gleich noch einpflanzen, das sind noch mehr. Federn haben wir 11, Modelle 1 von 2, was auch immer Modelle sind. Weiß ich gar nicht. Muss ich nachher mal gucken. Siegel kennen wir schon. Müssen wir noch 2 einpflanzen. Gemälde müssen wir kaufen. Ausrüstungen. Wir haben schon mal 2 komplette Rüstungen. Gibt auch nochmal 2000 Punkte mehr. Und in die Truhe passen mittlerweile 44.000. Lecker. Einfach nur lecker. Jo, bis nachher. Wir gehen nochmal kurz zu den Codex-Seiten. Und pflanzen sie ein. Und der Wert steigt auch wieder um 45. Die Codex-Wand sieht richtig gut aus. Noch 1, 2, 3, 4, 5 Codex-Seiten und wir haben die komplette Wand voll. Geil. Ich habe jetzt Tage mit dem Artefakt verbracht. Oder waren es Wochen, Monate? Ich kann mir nicht mehr sicher sein. Ab und zu kommen die anderen, bringen Essen oder Ablenkung. Sie sagen, ich sollte mich von diesen Studien lösen. Bla, 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 bla. Das können wir uns irgendwann mal durchlesen, wenn wir soweit sind. Noch 5 Codex-Seiten. Coole Sache. Also wenn die Villa jetzt nicht schon reich ist, dann weiß ich auch nicht. Wir legen noch schnell die Federn rein, bringen die Siegel runter und dann gehen wir weiter. Bitteschön. Wieder neue Federn. Das waren 5 Stück, deswegen ist der Wert um 50 gestiegen. Kronleuchter sieht auch schick aus. Und jetzt noch einmal. Kommen wir von hier aus da rein? Ich glaube nicht, bin mir nicht sicher. Doch, kommen wir. In den Keller. Und die beiden Siegel der Assassinengräber öffnen. Ach, in dem einen Ort haben wir uns gar nicht so genau umgesehen. Da wäre ich gerne nochmal hingegangen. Können wir ja später nachholen, ist nicht das Problem. Welches Assassinensiegel haben wir? Das nicht. Ach Quatsch, die sind ja schon eingepflanzt. Hier müssen wir gucken. Amunet hatten wir noch nicht. Leonius hatten wir auch noch nicht. Das sind die beiden, die uns definitiv noch fehlen, aber die beiden müssten wir dann haben. Ja, sieht gut aus. Bald sind wir an der Altair-Rüstung dran.
Ach, ausgezeichnet. Noch zwei Stück. Und wir haben es geschafft. Dann haben wir diese prunkvolle Rüstung. Altairs Rüstung liegt hinter einem Gitter. Das Gitter wird von 6 Schlössern in Position gehalten. Nicht mehr lange. Noch 2 Stück. Ah, sehr geil. Das ist ein Anblick, sag ich euch. Wir können uns die Villa auch nochmal von außen ansehen, denn die sieht jetzt garantiert auch schicker aus. Viel schöner als vorher. Ja, die Kodexwand, die kennen wir schon. Dann wollen wir mal schauen. Ja, erstmal sind hier kleine Blümchen angepflanzt worden. Ich weiß nicht, ob die vorher auch schon da waren, aber die Bretter sind auf jeden Fall weg von den Fenstern. Und das ist schon sehr viel wert. Ich weiß auch nicht, ob die Flaggen schon vorher hingen. Aber auf jeden Fall sieht die Villa jetzt deutlich besser aus. Und was die Statuen angeht, haben wir auch einiges erreicht. Können wir uns auch nochmal angucken. Die sind nämlich hier vorne komplett. Bis auf einen einzigen Sockel. Das hier ist fertig. Das fehlt noch. Das ist das Letzte, was uns fehlt. Und zwar muss hier irgendwo noch in der Stadt sein. Jupiter. Minerva haben wir schon reingestellt. Aber wo kriegen wir Jupiter her? Das ist die Frage. Die Frage aller Fragen. Die sind komplett. Und auch die beiden küssen sich und nehmen sich in den Arm. Vor lauter Freude, dass sie endlich vollständig sind. Außerdem haben wir Brunnen. Was gibt's hier im Brunnen? Ach, guck mal, einer schau. Kisten. Das sieht so aus wie in dieser verlassenen Mine, die man ebenfalls besuchen konnte. Ja, und in jedem Gebäude, das man so ein bisschen freischaltet, oder mit jedem Gebäude, schaltet man auch irgendwas frei, was Schätze beinhaltet. Ob das nun irgendwelche Wachtürme sind oder... Da kommen wir schlecht rüber, aber ich glaube, anders geht es nicht, denn hier geht's nicht weiter. Nee. Ob es irgendwelche Wachtürme sind oder die Gebäude direkt, wie zum Beispiel die Mine. Ah, doch, da müssen wir lang. Okay. Hier rein. Darüber. Jump-and-Run-Action vom Feinsten hier. Mit Ezio. Ausgezeichnet. Geschafft. Gibt wieder Kohle. Und zwar 302 und 300 Florin. Ist nicht viel, aber ein bisschen was wert. So, runter. Ah, guckt euch die Lebenspunkte an. Wie viele haben wir jetzt? 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17 Lebenspunkte. 3 Stück noch und wir sind im Prinzip fast voll. Ich schätze mal, 1 oder 2 werden noch durch die Codex-Seiten kommen. Und die restlichen, wo kommen wir hier wieder raus? So. Und die restlichen, die werden dadurch kommen, dass wir die Rüstung kaufen. Wovon wir jetzt auf jeden Fall noch ein Teil holen. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, dann wollen wir es auf jeden Fall nutzen. Gibt es hier irgendwo noch eine Statue? Eine einzige fehlt ja noch. Die ist nur in dieser Stadt. Das erinnert mich an diese Fahnen in Masyaf. Oh, was für ein Dilemma das war. Eine Fahne, was hab ich gesucht? Nee, hier schon die Kirche, hier wollte ich gar nicht her. Geht mir mal alle aus dem Weg. Hier sind auch viel mehr Leute unterwegs als vorher. Vorher war hier ja gar nichts los. Auf die andere Seite. Und dann gib mir mal mein Zeug. Wir wollen an Rüstungen Armschützer oder Schulterplatten. Schulterplatten sind sehr verführerisch. Nehmen wir. Sehr geil. Wir haben noch 2000 übrig. Wir könnten jetzt das kaufen, was wir noch nicht haben. So wie das hier. Einfach nur, um unsere Sammlung zu komplettieren. Kleine Waffen, können wir auch noch Messer kaufen. Ja, nehmen wir mit.
Munition, Rauchbomben, Wurfmesser. Ein Wurfmesser kaufen wir. Wir sind so reich. Und das war's mit unserem Reichtum. Waffe in Villa Auditore freigeschaltet. Umhang ist in diesem Gebiet nicht wirksam. 760 Punkte mehr wieder für unsere Stadt. Und garantiert passen jetzt um die 40.000, 50.000 bald in die Kiste rein. Und damit können wir uns unser komplettes Eisenteil kaufen. So, 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18. 18 Lebenspunkte. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Und eine richtig gute Rüstung, die uns auch richtig gut schützt. Damit kann es definitiv weitergehen. Können wir von hier aus nach Venedig? Wir haben kein Geld mehr. Oh, das war dumm. Das habe ich nicht durchdacht. Jetzt habe ich zu viel Geld ausgegeben und können nicht mehr reisen. Schlecht. Gebt mir mal bitte Geld. Dankeschön. Hier wohnen auch immer reichere Bürger. Die geben jetzt schon genauso viel wie in Florenz. Vorher haben sie nämlich immer nur 3 oder 4 gegeben. Nee, ihr seid gar keine Bürger. Was ist hier los? Ihr seid Huren. Ihr könnt auch nichts geben. Ups. Entschuldigung. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder an Geld kommen. Ah, ihr seid Witzbolde. Ist die Truhe nicht bald wieder voll? Ach. Ich möchte Geld. Gib mir Geld. Das ist jetzt richtig dumm gelaufen. Mann, Mann, Mann. Mit den Siegeln und alles, wie viel bekommen wir dann? Sag mal an. Salute, Claudia. Willst du das Buch sehen? Ja, will ich. 11.129 pro 20 Minuten. Wird mir schon ganz heiß. 44.500 passen insgesamt in die Truhe. Hammer. Einfach nur Hammer. Metallrüstung schon 2 Teile. Wir sind super. Kann man nicht anders sagen. Bis bald, Ezio. Jo, bis nachher. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen rumlaufen. So machen wir das einfach. Ich mache den Part heute mal ein bisschen kürzer. Wir haben ihn hier teilweise, haben wir sehr viel lange Parts mit bei gehabt. Nicht nur bei Assassin's Creed, aber auch bei anderen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich warte hier einfach so lange, bis die Kiste einmal voll war. Kauf uns noch ein Rüstungsteil, ihr wisst Bescheid. Und dann sehen wir uns im nächsten Part in Venedig wieder. Oder Venezia? Ich glaube eher Venezia. Ich freue mich drauf. Freut ihr euch auch? Ist der Daumen oben, wird man euch loben. Und Abos, falls ihr es noch nicht habt. Vielen Dank. Bis nachher.